Hallo meine Lieben, ich grüße Sie alle ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute gibt es bei mir Suppe, und zwar Krautsuppe mit Frischkraut und Sauerkraut oder Borsch ohne rote Beete. Das ist jetzt Suppe meiner Art. Heute ist die perfekte Gelegenheit. Draußen ist am Regnen, ganz trüb, und so eine Suppe ist genau richtig. Also für meine Suppe brauchen wir Fleisch. Ich habe jetzt schon etwas angefangen vorzukochen. Das ist jetzt Rindfleisch, Suppenfleisch. Das sind jetzt ca. 1 Kilo. Ich habe mir jetzt so 2,5 Liter Wasser reingetan und das Fleisch direkt ins kalte Wasser reingelegt und zum Kochen gebracht. Dann den Schaum ein bisschen weggetan. Ich habe es nicht gesalzen. Und das kocht jetzt bei mir schon so eine Stunde. Das lasse ich noch etwas köcheln, weil ich mag, wenn das Fleisch etwas weicher ist. Jeder muss so machen, wie er will. Es kann auch ein bisschen weniger kochen. So, jetzt kommt bei mir eine Zwiebel rein, eine Lorbeer, und ich salze das erstmal. Ich salze erstmal etwas weniger, weil nachher werde ich es probieren. Ich nehme erstmal einen Esslöffel und dann schaue ich, ob das mir reicht. Weil bei mir ist immer so, ich mag erstmal, dass es ein bisschen Salz nach vorne geht. Aber zu salzig darf es natürlich auch nicht sein. So, jetzt lasse ich das etwas noch köcheln. So, dann brauchen wir Kartoffeln. Ich habe hier jetzt nicht so große Kartoffeln, deswegen habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück genommen. Das sind jetzt mehlig kochende, weil für mich ist wichtig, bei Suppen mehlig kochende schmeckt auch die Suppe besser. Ich habe jetzt hier Kraut, Sauerkraut, ca. 300 Gramm und ca. 200 Gramm frische Kraut. Ich mische das immer so. Man kann natürlich auch nur mit Sauerkraut nehmen. Also Sauerkraut kann man in jedem Supermarkt kaufen, aber ich denke, man muss es etwas bisschen in Wasser einweichen, sonst ist es zu sauer dann. Bald werde ich mein eigenes Kraut einmachen, dann kann ich auch ein Video davon machen. So, das ist jetzt praktisch für die Suppe. Und etwas Tomatenmark brauchen wir, so vielleicht einen Esslöffel oder weniger, zwei Zwiebeln und eine Möhre. Das war's. So, solange mein Fleisch noch so langsam köchelt, werde ich die Kartoffel in Würfel schneiden. Also ich wollte jetzt mal ein bisschen was erzählen wegen der Suppe, weil ich habe ja schon die Suppe mal gekocht, aber ich habe jetzt so viele Kommentare gehabt. Viele schreiben, das ist jetzt kein richtiger Borsch oder irgendwas noch. Also das will ich jetzt auch nicht sagen. Jeder kocht nach seiner Art, und ich koche das jetzt eigentlich auch so, wie wir auch zu Hause das gekocht haben, wie es meine Mama gekocht hat. Wir haben das zu Hause eigentlich Krautsuppe genannt. Klar, das ist jetzt Borsch, das ist jetzt nur, wenn man rote Beete dazu tut. Ich bin jetzt aber kein so großer Fan davon. Deswegen mache ich das so, wie ich es zu Hause gekocht immer habe, wie es meine Mama gemacht hat. Wir haben das einfach Krautsuppe genannt. Man kann es nur mit frischem Kohl kochen. Im Sommer haben wir das meistens gemacht mit Huhn. Rindfleisch hat man ja nicht immer die Möglichkeit gehabt zu haben. Deswegen, Rindfleisch natürlich ist am besten. Aber man kann es auch mit einem anderen Fleisch kochen, habe ich auch gemacht. Also ich werde jetzt mein Fleisch rausholen. Also insgesamt hat es anderthalb Stunden gekocht. Weil Rindfleisch braucht etwas mehr. So ganz langsam habe ich es köcheln lassen. Ich habe jetzt noch eine Bandscheibe genommen, unser Suppenfleisch. Also die Zwiebel lasse ich noch etwas drin. Ich fisch sie später heraus. So, jetzt werde ich erstmal volle Pulle machen, mein Herd, auf 9. Und werde die Kartoffel
dazugeben. Lass das erstmal aufkochen. So, ich werde jetzt erstmal mein Sauerkraut etwas feiner schneiden, da es für meine Mama ist. Meine Mama ist ja schon fast 93. Deswegen mache ich für sie es etwas feiner alles, damit sie es auch besser verdauen kann. Ich will jetzt mal Salz, nach Salz mir erstmal vorkosten. Ach, nach meinem Geschmack reicht das mir. Nachher, wenn es fertig ist, werde ich nochmal probieren und man kann es ja nachwürzen. Lieber etwas weniger, als dann zu viel drin ist. So, meine Kartoffeln sind jetzt am Kochen. Ich habe sie etwas köcheln lassen, weil wenn man sofort alles reintun, dann werden sie ein bisschen hart. Also ich werde jetzt mal das frische Kraut reintun. Also ich habe das einfach mit der Hand geschnitten. Man kann es raspeln, egal was man so zu Hause hat. So, kommt erstmal. Ich mache das eigentlich immer so Augenmaß. Ich weiß jetzt auch nicht, so ungefähr habe ich jetzt genommen, wie ich es immer nehme. Das hängt ja davon ab, auch wie viel man kocht. Wenn man weniger kocht, braucht man auch weniger Kraut. Also von dem frischen Kraut hatte ich 200 Gramm und Sauerkraut habe ich etwas mehr genommen, 300 Gramm. Jetzt lasse ich das erstmal aufkochen und dann werde ich den Herd etwas kleiner stellen. Was ich noch zeigen euch wollte, also ich kaufe immer dieses Kraut in so ein Eimerchen. Den kann man in jedem russischen Laden kaufen, auch in türkischen jetzt auch. Ansonsten kann man es in jedem Supermarkt kaufen. Es ist etwas feiner, aber klappt auch wunderbar. Also jetzt mache ich meine Soße zu der Suppe. Ich nehme mir etwas Öl, 2-3 Esslöffel. Ich habe 2 Zwiebeln schon jetzt in Würfel einfach geschnitten. Und brate es mal an. So, ich habe jetzt eine Möhre. Also man muss es nicht so braun haben, die Zwiebel. So, also ein bisschen einfach anschwitzen. Jetzt kommt noch eine Möhrchen dazu. Ich habe sie einfach durch Proberäuber geraspelt. Also wenn ich jetzt nur mit Weißkohl mache, frischen Kohl, tue ich dazu auch noch Paprika und eine Tomate dazu. Aber heute mache ich das einfach so. Oder wer mag, kann auch rote Beete dazu tun. Wie gesagt, jeder kocht ja nach seiner Art. So, jetzt gebe ich meinen Tomatenmark dazu. Und ich tue einfach nur süße Paprika. Circa ein Teelöffel und von der Tomatenmark so ein Esslöffel. Aber man kann ja auch mehr dazu tun oder auch weniger. Ich mag nicht, wenn sie so rot ist. Deswegen mache ich weniger. Alles vermischen. Also ich mache das meistens so: ich nehme etwas von der Brühe, mische das etwas ab und lasse das so etwas anköcheln. So, jetzt kommt meine Soße zu der Suppe. Alles Reis. So. Die Zwiebel lasse ich noch drin. Ich lasse das jetzt aufkochen und es soll noch köcheln. So, weiß nicht, so ungefähr 15 bis 20 Minuten, bis die Kartoffeln gar sind und es Kraut. Mach es zu. Ich schaue jetzt nach meiner Suppe. Also sie ist fast fertig. Ich habe jetzt eine Kartoffel einfach so ganz reingetan. Die werde ich jetzt zerdrücken. So hat meine Mama das immer gemacht. Das habe ich jetzt so auch übernommen. So. So sieht meine Suppe aus. Also sie ist jetzt soweit fertig. Ich schalte jetzt alles aus
Und wir normalerweise soll sie etwas ausruhen, sagen wir mal so, ziehen lassen, damit sich alles so eine halbe Stunde vielleicht. Und dann ist sie perfekt. So, ich schalte jetzt alles aus. Den Deckel nicht zumachen, der soll so ein bisschen, damit nicht diese ganzen Dämpfe in die Suppe kommen. Also mein Fleisch habe ich jetzt klein geschnitten, so, und eine Zwiebel draufgelegt. So essen wir unsere Suppe dann mit Fleisch, Zwiebeln, auch Knoblauch dazu. Das mögen wir so. Ja, Maya ist schon wieder da. Sie hat den Geruch von dem Fleisch. Sie mag ihn auch sehr, sehr gerne. Ja, Maya? Ja, kriegst du nachher vielleicht Stückchen. Also meine Suppe ist jetzt fertig. Ich will sie jetzt auch direkt probieren. Ich habe Hunger. Ich würze sie jetzt erstmal auch mit schwarzem Pfeffer und Klacks Schmand. Mein Sohn habe ich auch etwas auch. Er kriegt auch eine Suppe. Er hat immer, eigentlich hat er die beste Aufgabe immer. Er darf immer als Erster essen und geht nie hungrig nach Hause. So, jetzt probiere ich mal, ob auch Salz genug da ist. Heute ist sie wirklich gut geworden. Perfekt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit. Tschüss.